Gestern, am 19.01. ist die DayZ 1.20 Experimental für PC und für Xbox erschienen. An die PS4-Spieler, ihr bekommt das Update in ungefähr einem Monat beim Stable Update. Und die 1.20 ist genau das, was wir erwartet haben, ein reines Fix-Update. Es gibt keine wirklichen neuen Items, die einzigen neuen Items sind diese Masken, die ich gerade durchzeige im Video. Ansonsten gibt es nur tonnenweise Fixes und ein paar minimale Changes, wie zum Beispiel, dass die Kamera in Third Person angepasst worden ist und dass man jetzt aufpassen muss, dass man im Itemgewicht nicht zu sehr überpackt ist, weil das dein Movement einschränkt. Was ist deine Meinung zu der 1.20? Und wenn du Bock hast auf ein detaillierteres Video zu der 1.20, Samstag 13 Uhr auf meinem YT-Kanal.